Hallo zusammen, willkommen bei IBE TV. Ihr schaut den Zillertaler Schnellschuss mit Sandro Lauper und Thorsten Schick. Gut, Laupi, erste Frage. Was war dein Spitzname als Kind und was ist die Geschichte dahinter? Ja, das ist noch lustig. Ganz früher haben mich meine Kollegen Sali genannt. Von wo das kommt, weiss ich nicht. Ich hatte noch einen Kollegen, der sie Rally genannt und der andere noch Mali. Also, so wie in der Schweiz üblich, Gipfeli. Ja, immer ein bisschen mit A hauptsächlich. Okay. Ja, das ist so der Tag. So, Schicki. Welches ist das beste Musikalbum aller Zeiten? Ja, ganz klar von Andreas Gabalier. Also jedes einzelne von ihm ist einfach Weltspitze. Also du hörst die Musik auch von ihm? Sehr gerne, ja. Okay. Ist Volksrockenroller, das ist genau meins und tipptopp, muss ich sagen. Wer wird in 30 Jahren besser aussehen? Ich oder ich? Ja. Also du oder ich, aber im Endeffekt ist eigentlich die Frage beantwortet. 5. das letzte Buch, das du gelesen hast? Biografie von José Mourinho. Ja, cool. Das schönste Stadion der Welt. Schwierig. Nachdem jetzt einmal Juventus mein Lieblingsclub ist, würde ich sagen, das neue Juventus-Stadion. Okay. Nicht das in Bern? Auch sehr schön, muss ich sagen. Auch sehr schön. Riesen Emotionen verbinde damit, aber. Aber Juve ist dann noch einmal eine Stufe drüber, muss ich sagen. Okay. WM-Finale, Penalty schießen. Der wievielte Schütze bist du? Ich bin der, der nachher jubeln und gar nicht schießt. Okay, ehrlich, gefällt mir. Wer war der größte Partytiger an der Meisterfeier? Ich. Du, wieso? Keine Ahnung, das liegt mir einfach im Blut. Wir Grazer, wir Steirer können feiern. Ich meine, es waren andere auch nicht schlecht, aber über mir jetzt keinen geben. Gut. Das erste Konzert, das du besucht hast? Ja, ich glaube, das war DJ Bobo. Sind wir mit Ibe im Nachwuchs in der Postfinance Arena vom STW ist der DJ Bobo gesehen. Das sind wir geschaut. Er ist eine Legende, den kennt sogar ich. Überragender Typ. Wem standen die blond gefärbten Haare am schlechtesten? Schlechtesten. Jetzt musst du aufpassen. Also die schlechteste Frisur meines Erachtens nach hat der Jordan Lodomba gehabt. Weil das waren 4 verschiedene Gelb-Orange-Töne, das war pure Katastrophen. Okay, gut. Bei dir hat es gut ausgesehen? Also ich habe hauptsächlich, also schon ein bisschen negative Rückmeldungen von besten Kollegen bekommen und so, aber der Großteil hat eigentlich gesagt, so schlecht schaut es gar nicht aus. Okay, gut. Frau war schon zufrieden? Frau war, ja, sagen wir mal, sie hat sich mit der Situation abgefunden. Also gut, besser als nicht. Wer ist stärker im Armdrücken? Du oder ich? Laupi. Weißt du, die Frage übrigens, glaube ich, also gut, weiter. Wer ist der bessere Tänzer? Du oder ich? Ich meine, ist das auch. Muss immer noch ich sagen, was? Also, ja, ist gut. Wieso? Ich kann mir jetzt bei dir wirklich viel vorstellen, aber dass du deine Hüfte schwingen kannst. Also. Ich glaube, du bist so der klassische Lauchstecken halt so. Ich bin mehr auch an der Bar, was so am Glas ist, weißt du? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, muss ich sagen, aber tanzen, also kann ich mir nicht vorstellen mit dir. In welchen Popstar warst du als Teenager verliebt? Sag jetzt nicht die Gabalier. Teenager. Also ich glaube, wie ich Teenager war, vielleicht so Britney Spears Zeit oder so, aber ich würde jetzt nicht sagen verliebt, aber wenn ich wen rauspicken müsste, dann wäre es sie, also noch ohne Glatze da die Zeit früher mit den langen blonden Haaren. Da war sie nicht so unattraktiv, sage ich, da war sie ganz okay. Ja. Mama, ist gut. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Nein, mittlerweile nicht mehr. Ich habe früher Ukulele gespielt. Etwa ein Jahr lang, ich weiß selber nicht, wie ich drauf bekomme. Ich habe dort ein paar Stunden genommen, aber es hat relativ schnell wieder den Hype. Könntest du dir vorstellen, das jetzt wieder zu beginnen?
Nein. Hast du Ausgleich zum Fußball? Bei Lokalele? Nein. Musikspieler lasse ich dann überlasse ich im Gi. Okay. Er macht das gut, besser als ich. Talentiertester Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Puh. Müsste eigentlich fast sagen, Miralem Soleimani. Also, das ist schon großes Kino, was er oft mit dem Ball macht. Also, so Tempo und Ballführung und so, Abschluss mit links. Also, der ist nicht umsonst um 40 Millionen, glaube ich, gewechselt in seiner Karriere. Also, das ist schon ein richtig, richtig guter Spieler.